Lifestyle wird Ihnen präsentiert vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Perücke, Hüte, Schuhe, Requisiten. Man spürt es, wir sind bei einem Schauspieler-Ehepaar daheim. Salome Jans und David Bröckelmann seit 15 Jahren lieben sie und leben sie miteinander. Und heute machen sie mir die Türen auf in ihrem Knusperhäuschen. Freut mich sehr, bei euch reinzuschauen. Dankeschön, Patricia. Sei willkommen. Schön, bist du da. Ist es einfach nicht weg, das Häuschen? Nein, ich lade noch ein bisschen. Aber ich schaue also so ziemlich überall rein. Das darfst du. David, du bist vor allem bekannt als Stimme des Kasperli. Wie tönt die? Der Kasper tönt wunderbar, Schüli, ganz ein bisschen anders, als wenn Basel so redet. Juhui, Butthol, Zipfel, Zipfelkappe. Ist er auch daheim, der Kasper, oder ist er nur der Kasper auf der Kassette? Ab und zu. Also so ein Kasper ist er daheim wirklich nicht. Nein, nein, er hat auch sehr seine ernsthafte Seite. Aber wir lachen schon sehr viel. Und es ist ein lustiger Mensch, der David. Wir haben das letzte Mal so richtig herzhaft miteinander gelacht. Das war gestern, als ich so eine wahnsinnig lustige, tolle Idee hatte, die ich mir ganz lange ausgedacht habe. Und dann haben wir einfach merken, es ist überhaupt nicht lustig. Und den Umstand haben wir dann allerdings doch sehr lustig gefunden, dass es eben nicht lustig war. Nicht mehr lachen, das ist doch etwas Wunderbares. Es ist so nicht mehr aufhören. Nein, das ist das auch schon passiert im Programm? Also, wenn der Kollegin nebenan die Hosen runterfallen, dann das haben wir vielleicht nicht mehr können. Und das sind dann so Momente, wo ja, also, du musst aufhören eigentlich. Jetzt wollen wir ein bisschen lachen, aber euch zwei auf der Bühne. Das neueste Programm «Bröckelmann und Bröckelfrau», 1957, Gleis 12, da sind sie. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, an Bord des Intercities von Bern nach Zürich, via Brieg, Novodossola, Iberdolebain, Genf, Oslo, Livorno. Schau mal, sie bauen wieder an der Strecke. Ja. Sind alle die Flüchtlinge und Asylanten zugefahren? Seitdem bauen sie aus. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug heute nicht über Pyongyang fährt. Um dahin zu kommen, nehmen Sie am besten eine Rakete. Und kein Wagen. Dann wären die Flüchtlinge wenigstens sinnvoll eingesetzt. Dann willst du keine Frage. Weiss, ich frage mich, wie die in altem Mittelalter Gässe messlet haben. Mit Galaxie aus Holz. Nein, steizig gsi. Willst du lieber einen Landjäger? Nein. Das ist extra Bio. In unserem Alter braucht man kein Bio. Da ist mir ja schon halber Kompost. Ihr spielt im Zug. Sind ihr so viel mit dem GA unterwegs? Oder relativ viel. Also wenn immer möglich, fahren wir sehr gerne Zug. Und ich meine, das sich auf die ganze Gesellschaft widerspiegelt. Du findest alles von jung bis alt, von Geschäftsleuten über Senioren, über Kinder. Also es bietet sich einfach wirklich... es ist ein gefundenes Fressen. Es können sich alle treffen, die wollen. Und das ist überhaupt nicht konstruiert, weil es treffen sich auch alle. Und die unterschiedlichsten. Also man kann im Zug sitzen und schnappt so vieles auf und ihr dann miteinander verarbeitet. Ja, Gesprächsfetzen, wo du irgendwie denkst, was haben sie jetzt hier? Oder Diskussionen, Auseinandersetzungen, einfach Situationen. Und dann muss man sie einmal anschauen, wenn man sie hört. Man muss sich einmal aufstehen und gehen einmal mehr aufs WC, obwohl ich gar nicht müsste. Weil ich will wissen, wie die Person aussieht. So. Meistens ist man ein bisschen enttäuscht, weil sie in der Fantasie so ganz anders aussehen, wenn man sie noch... Ist wie Radio hören? Ja, ja. Früher noch viel mehr als Kind. Eure Spezialität ist imitieren. Welches sind eure Lieblingsopfer? Also meine, klar, der Matthias Hüppi, der Kurt Aschbacher und der Hakan Yakin. Ja, also natürlich, oder? Ich bin immer ein sicherer Wert, oder? Ja, grossartig, oder? Und, welches ist denn deine Lieblingsfigur? Also, Chris Rigozzi ist sicher eine Person, die ich sehr gern mache. Ich finde sie auch sehr ärzig, aber ich glaube, es ist halt auch bei den Frauen schwieriger. Die sind nicht so, die haben nicht so Fleisch am Knochen. Aber Rigozzi. So die Gerste, da ist auch Schüli geklatscht und noch machen. Und die haben alle immer Freude und Kinder, ganz besonders die lieben Mädchen und Füebeli. Also als Hackhahn muss ich ganz klar sagen, habe ich Rigozzi viel lieber, hast du die Gäste. Oh, danke. Da nehme ich ein bisschen Angst. Aber da gibt es ja noch den Kurt Aschbacher, der das auch auffangen kann. Und nicht nur aus Längenwille. Wie reagieren die Promis auf eure liebevollen Paradies? Ihr seid ja nie böse, ihr seid ja immer lieb. Ja.
Also, ich weiß es bei mir gar nicht so. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldungen von Ihnen selber bekommen. Also, bei dir ist es unterschiedlich. Die gell? Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, sind durchaus positiv. Weil es ist auch ein Teil des Spiels und es ist auch eine Auszeichnung. Also, wir sind ja wirklich liebevoll, wir hauen niemanden in die Pfanne. Und es ist Parodie, es ist ganz bewusst verschärft. Es ist keine Imitation. Welche öffentlichen Personen haben Sie auf dem Schirm? Ganz viel. Es sind insgesamt etwa 25. Ja. Neu haben wir einen Bundesrat dabei, einen aktuellen. Dass man immer oder den gleichen Altbundesrat benutzt, seit 30 Jahren ungerade. Der Strahl Berset, wo ja auch jetzt als Gesundheitsminister immer ein bisschen im Fokus steht. Dann eine Nationalrätin und eine Unternehmerin, die auch einen ziemlich markanten Zürcher Dialekt mitbringt. Und wie tönt die? Frau Martula Blocher! Ja, du, das glaubst du schon nicht, gell, David? Jure Dreimer, oder? Ja, Dreimer, du, eh? Hilfst du mal da? Bei uns wird jetzt auch jemand schweizweit berühmt. Und zwar ist das unsere Zuschauerin Semja. Für die gibt es jetzt bei uns im Newsstyle eine neue Frise. Verkäuferin Semja trägt von Kopf bis Fuß immer schwarz. Weil die 38-jährige Zürcherin neue Farbe und neue Schwünge in ihre Garderobe bringen möchte, ist sie heute zu Sisle auf Zürich gekommen. Ich bin da, weil mein Mann mich angemeldet hat, weil ich laufe immer in Schwarz rum. Und er hat gesagt, probiere doch mal etwas Neues. Und darum freue ich mich heute, dass Luisa mir mal etwas Farbiges Neues gibt. Bei Martin Frisur etwas Schönes Neues zu haben. Und vor allem auch das Schminken von David, dass ich wirklich mal anders aussehe. Wir starten die Verwandlung von der Semja mit der neuen Frisur von Martin Dürrematt. Meine Antwort zum Thema Locken und Latina heisst ganz einfach Semja. Normalerweise schneidet und färbt ja ihr Mann ihre Haare. Aber heute ist sie in meinen Händen auf dem Makeover-Stuhl. Durch das der Semja ihre Haare sehr trocken und glanzlos sind, habe ich mich zuerst um ihre Haarfarbe gekümmert. Der dunkle Ansatzton gibt ihr eine schöne Tiefe und kaschiert gleichzeitig die einzelnen mondscheinblonden Haare. Im zweiten Step habe ich Argüvette, der übersättigte Spitz, mit einer Blondierwäsche aufgehellt. Ein Must-Have bei Locken ist unumstritten die optimale Haarpflege von Hechituel bei Sisley. Zum einen habe ich mich für Smoothing Shampoo entschieden, das deutlich ihre Haarstruktur beruhigt. Und zum anderen Regenerating Hair Care Maske, die ihr die notwendige Feuchtigkeit zurückspendet. Mein Tipp zur Maske: Tünt die Haare vor dem Auftrag immer gut anfrottieren. Die Maske in den Haarlängen verteilen. Und so sind die Wirkstoffe optimal gut und konzentriert verteilt. Zurück am Platz hat Semja sich auch noch ein Stück von ihren Haaren trennen. Die Haarlänge habe ich auf Schultern gekürzt und grosszügig durchgestuft, was nämlich bei Locken super wichtig ist. So wird das Volumen schön verteilt und es tut die längliche Gesichtsform von Semja ein bisschen ausgleichen. Fürs Finish habe ich mit Föhn und Hand den Look gut durchgeknetet. Dabei immer schauen, dass man das in ruhigen und langsamen Bewegungen macht. Ich würde sagen, unsere Latina strahlt auch in den kalten Tagen in frühlingshafter Frische. Der Semjahre Frühlingslook wird jetzt noch mit dem Make-up von David Hameyer unterstrichen. Semja greift sowohl bei ihrer Mode als auch bei ihren Make-up-Produkten fast immer zu schwarz. Das kommt heute überhaupt nicht in Frage. Aber bevor man im Gesicht Farben platziert, ist es umgänglich, die Haut von Unregelmäßigkeiten wie erweiterten Poren, Rötungen zu befreien. Damit es heute auch genauso gelingt, habe ich mich für ein feuchtigkeitsspendendes Flüssig-Make-up entschieden, wie das Fidotta Ultra Eclat. Die Struktur ihres länglichen Gesichts habe ich mit transparentem Bronzer Illusion d'Été eher ovaler gestaltet und gleichzeitig die Struktur betont. Nachdem ich die Augenbrauen etwas abgedunkelt habe, konnte der Look mit den Farben endlich starten. Zum einen habe ich den Wimpernbereich mit dunkelblauen Linern verdichtet und zum anderen ein Farbspiel mit Lidschatten wie Silky Blue und Sparkling Purple erzeugt. Dies gibt einen wunderschönen Kontrast zu ihren braunen Augen. Die Sauvignon Mascara gibt den Augen jetzt noch richtig Power und volle Wimpern. Generell gilt, wenn man die Augen stark betont, hält man sich beim Lippen-Make-up etwas zurück. Ein langanhaltender Lippenstift in der Farbe Beige Tahiti in Kombination mit so teerosenfarbenen Lip Liner war für mich die ideale Kombination, um ihr natürliches Lächeln zu verleihen. Der Look ist nicht so farbexplosiv. Semja hat bisher nur schwarz getragen. Und für mich war wichtig, dass damit ihre feminine Seite betont wird und sie immer noch sie selbst bleibt.
Zemia sieht fantastisch aus. Welche Outfits Luisa Rossi für sie ausgesucht hat, erfahren Sie später in der Sendung. Seit 12 Jahren wohnen Sie in dem herzigen Knusperhäuschen. Vor 15 Jahren haben Sie euch kennengelernt. Wie genau? Also ich habe David auf der Bühne gesehen und er hat einen Mönch gespielt. Und ja, wie es halt so ist, ich musste mir vorstellen, was hat er erst unter dem Mönchsgewand angehabt. Dann habe ich die Legende gegründet, dass ich gar nichts angehabe. Aber ich habe in Tat und Wahrheit einen furchtbaren Liebestöter angehabt. Das hat ja niemand gesehen unter der Kutte und du auch nicht. Ist es Liebe auf den ersten Blick gewesen? Irgendwie schon. Obwohl, es hat dann noch einen Moment gebraucht, bis wir wieder zusammengekommen sind. Also es ist dann nicht an dem oben irgendwie passiert. Also auch fast aufs erste Gehör. Ich höre das Salome an. Ich finde David und Salome, das tönt schon so toll. Das muss einfach etwas Gutes werden. Und ich habe seine Schwester zuerst kennt und dann hat sie mir gesagt, sie hat einen Bruder, der David heisst und der Schauspieler ist. Und dann haben wir mich schon verliebt. Aber ich habe ihn noch gar nie gesehen. Egal, wie er aussieht. Ja. Gut, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht, oder? Nein, ich habe noch Glück gehabt. Genau, genau. Ja. 15 Jahre sich lieben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen, das ist eine Kunst. Was ist euer Rezept? Wir gehen nie mit Streit ins Bett. Selbst wenn wir streiten, wir machen immer, bevor die Sonne untergeht, miteinander Frieden. Es gibt keinen Konflikt, den der nächste Tag erlebt. Und dann ist einfach vergessen und vergeben. Und wir sagen uns die Sachen auch, und wir sind nicht frei von Krisen. Also das haben wir auch schon gehabt. Absolut. Wegen was haben wir schon Krisen gehabt? Ja, einfach, dass man sich gegenseitig halt sagt, du, so geht es dem und das regt mich auf an dir und das stinkt mir und wie das halt so ist. Exakt nach 7 Jahren. Ja, es hat etwas, die 7 Jahre. Also überall durchs Band durch. Wie sind ihr aus dieser Krise rausgekommen? Habt ihr euch helfen lassen oder habt ihr euch selber zusammengerauft? Es ist eigentlich, wir haben uns selber zusammengerauft, weil man doch auch merkt, eben, es ist Liebe da, man möchte so jemanden nicht einfach jetzt ziehen lassen. Es liegt uns etwas aneinander und darum haben wir das geschafft. Wir wollten die Katze nicht versagen und darum sind wir zusammengeblieben. Ja, genau. Quasi, jetzt ist ein Symbol, oder? Aber man hat ja. Jetzt schaffen da dran. Ja. So einfach nicht. Aber es hat noch mehr zusammengeschweißt. Total. Ja, wenn es zwischendurch mal bröckelt, bei Bröckelmann. Was liebst du am meisten an deinem David? Also ganz sicher sein Humor. Der ist wirklich sehr speziell und auch einzigartig, aber grossartig. Und er ist unglaublich liebevoll und er ist so ein friedfertiger Mensch. Eben, er ist, das muss ich auch sagen, er der den Kunden sagt, Entschuldigung. Also ich, da ist er mir so ein bisschen voraus. Ja, Welt. Er braucht es ein bisschen länger am X, gell? Ja, 3 Jahre. Was ist es, was ausmacht, dass du Salome so liebst über die lange Zeit? Ihre Fürsorglichkeit, man kann sich total auf sie verlassen. Gerade im Ausland fährt Salome Audi, findet Parkhäuser in Lissabon und ich habe nebenan Krise. So. Also, sie ist wieder eigentlich so ein ruhender, lässiger Pol. Man kann alles mit ihr teilen. Man La muss... Mama. Ja, ein bisschen, ja, aber nicht nur. Du bist auch hauptsächlich Geliebte und Frau. Und einfach, dass wir zusammen so lässig können unseren Beruf ausüben und dass es so matcht. Ihr liebt euch innig, das spürt man nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch privat. Sie hat dann ein Händchen zum Einrichten. Wie genau, das gehen wir schauen. Zuerst hat aber unsere Zuschauerin ihren zweiten Auftritt. Für sie gibt es farbige Outfits verpasst von der Luisa Rossi. Im PKZ Women's Zürich an der Bahnhofstrasse hat unsere Style-Expertin Luisa Rossi zwei spannende Looks für Zemia zusammengestellt. Zemia, Sali, Black Beauty kann ich sagen, aber nicht mehr lang. Ich muss das Ganze noch ein bisschen auffrischen, gell? Also ich habe nichts Schwarz für dich parat. Nichts. Gar nicht. Schau, ich habe nicht zu viel versprochen. Fein, hell, gestartet bei den Schuhen. Schau. Alles wunderbar. Ich freue mich mega, das sieht sicher fantastisch aus. Für Zemia ist das Wort «fresh» genau das richtige Schlagwort. Für die Kommunion von ihrer Tochter habe ich gefunden, wenn wir alles ein bisschen heller, weg vom Schwarzen, und war gestartet bei den Ballerinas. Und zwar habe ich genommen von der Marke selber Ballerina ganz helle. Und die haben mich inspiriert, auch weiter hell zu bleiben. Und zwar bei den Hosen auch. Von Luisa Cerauna habe ich schöne klassische Hosen genommen, die perfekt im Bund sitzen, auch mit einem gewissen
etwas und mit einem schönen Gürtel. Und zwar noch weiter eine schöne Bluse von Dorothee Schumacher, hell, wo ganz frech ein bisschen der Tattoo von ihr zeigt, wo sie auf der Brust trägt, mit schönen Details, und zwar bei den Ärmeln. Und die Details sind nämlich rot, und rot steht ihr wunderbar. Und das habe ich abgeschlossen mit dem Mantel von Gomma und dazu eine schöne, herzige, feine Tasche von Heroin. Ich kann nur sagen, du siehst aus wie ein Traum. Also du weißt, mit was wir gestartet haben, nämlich mit den Schuhen. Die Schuhe geben nämlich extrem den Takt an, wie du nachher dein Outfit also farblich anpassen. Wenn du schwarz kaufst, tendenziell gehst du immer wieder auf schwarz. Von dem her darfst du keine schwarzen Schuhe mehr kaufen, sondern eher ein bisschen heller. Es muss nicht weiß sein, einfach tendenziell heller. Und dann kannst du es anpassen und so machst du nie etwas falsch. Das Rot steht ihr extrem gut. Das ist eine Farbe, die bei ihr wirklich sie zum Strahlen bringt. Oder auch Rosatöne. Also ja, nicht irgendwelche Töne, die sie durch machen, die in Grau hineingehen. Also das ist perfekt. Und zwar angefangen beim Pulli von Whistlers, knallrot. Und dazu kombiniert eine coole Jeans. Und zwar von Repack. Und dann natürlich der Wow-Effekt ist der Mantel von Riani. Also es ist ein Garo-Mantel, der all die Farben wieder aufnimmt und die Frische zeigt. Und einer, der sich wirklich mit vielem kombinieren lässt. Und der passende Schuh, und zwar ein Sneaker, ein Edel von Mark Haine, mit kombiniert von der Coach lässige Tasche, und zwar in der Gegensatzfarbe Blau, die sich ja, eigentlich mit den Jeans wieder repetieren. Der Vergleich zum Morgen zeigt, Zemia sieht super aus und hat sich heute ganz schön verändert. Es war ein Traumtag, angefangen bei Martin mit der super neuen Frisur und dass ich viel jünger ausgesehen. Dann das tolle Schminken von Sisley und jetzt noch der krönende Abschluss mit farbigen neuen Menschen. Also wow, danke vielmals, herrlich, fühle mich super. Und uns freut es, dass Zemia ihre Mut zur Farbe belohnt worden ist. Offen aus der Zeit, also da fühlt man sich gerade wohl. Ja, so Öfen, das gibt Ambiance. Wir haben noch schönere, also wir haben noch eine Schmine. Das können wir dann auch noch anschauen. Und das geht natürlich ans Herz. Das ist aber nicht der erste Kuss, oder? Nein, aber das erste Picknick mit Designrahmen vom Kollegen, genau. Der das Foto gemacht hat, der dann selber einen bastelt hat. Ich finde den Rahmen eigentlich fast. Und ich glaube, es war ein Hochzeitsgeschenk von ihm, wenn es mir nicht ja, so genau, hält. Genau. Schön. Ja, da tun wir oft lesen, sitzen, genau. Buch lesen, Rollen repetieren. Ja, überhaupt um das Haus ist es ein bisschen ein Sammelsurium von Sachen, die wir hier im Haus selber gefunden haben, auf Mästrig, von Flohmärten, Erbstück. Dort hinten zum Beispiel hat es auch noch Beisamrädchen. Der Onkel von David war ein leidenschaftlicher Sammler, Chefrestaurator, und hat sehr viele Knochen gesammelt und haben wir auch im Mästrig gefunden. Also der Estrich ist fast noch am Flohmarkt. Ja, das ist es so. Fast ein bisschen, kann man sagen. Da können wir jetzt in bequemen, gemütlichen Teil. Genau. Da sitzen wir einmal nach Vorstellungen, trinken noch ein Glas Wein, höckeln miteinander. Ich habe einen sehr kreativen Ort. Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne am Feuer. Feuer ist irgendwie, das gibt einem Ideen. Also es inspiriert einem. Vielleicht brennt darum unser innere Feuer voneinander an, weil wir immer eins wollen. Ja, die Leidenschaft. Ja. Du, wenn ihr nicht Bröckelmann und Bröckelfrau sind auf der Bühne oder David und Salome, wie sagt ihr euch? Also ich sage das Salome Me von Salome, einfach M-E, ja. Me, Meli. Und er ist einfach der Schätzeli. David, das sind die jüngsten Hosen. Fantasielos. Du, und wenn du verrückt bist? Brecki! Nein, dann heisst es David und dann weiss er immer, es gilt zu ernst. Ja, David? Ja, in Amerika würde sie noch den Nachnamen sagen, aber das ist zu lang. Das ist der Sammy 13. Ja, das ist der Sammy 13. Das ist nur der Sammy. Ich habe es, glaube ich, 13 gemalt. Es war ein Gastgeschenk. Er war gerade Aufseher im Kunstmuseum und eine Van Gogh-Ausstellung dort in Basel. Inspiriert vom Van Gogh, das sieht man an diesem Ding. Aber es stimmt natürlich mit dem Licht. Hinten und vorne, nicht und Perspektiven. Die Hausbar, die gibt es nach den Vorstellungen. Nein, wir sind eben nicht so schnapsig, aber das sind alles so Geschenke. Und vergesst, und wir werden das einfach nicht los. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du nicht nur den guten Gusto hast vom Haus einrichten, sondern dass du auch ein Händchen hast für die Küche. Auf die bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Oh. Bist du die Köchin im Hause? Ja, das ist so. Das ist mir rein. Zum Glück. Ich bin der Tischdecker, also ich tue kreativ Tischdecken mit ganz dem Sammelsurium, wo im Rum ist. Das ist dann auf dem Tisch. Da gibt es so Konstruktionen. Zahlen wir dürfen auch nicht zum Tisch. Sie ist dann in der Küche und ich bin dort. Also jeder hat sie Part und ich tue dann auch abräumen und abwaschen. Das ist wunderbar aufteilen. Super.
Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Eine Hobelbank und dann noch auf Rädern in der Küche. Ja. Das ist perfekt. Das ist ein Platz machen. Das ist super. Und es ist so ein bisschen eine Hommage einerseits an Onkel von David, der in diesem Haus hier gewohnt hat, und auch an meinen Vater. Beide sind grosse Handwerker. Und man ist flexibel. Und man ist flexibel und man kann wirklich auch das Messer gerade so. Ihr erlaubt selbstverständlich bei uns in der Sendung, Salome. Ich glaube, der David kann nicht viel dazu sagen. Das ist so dein Teil. Ja, also unsere. Es also, sieht gerade ein bisschen dürftig aus momentan. Also ich kann etwas dazu sagen. Das Moussaka von gestern oben ist hervorragend. Das ist doch schön, wenn man so gelobt wird. Ihr habt einen Haufen vor, 2020, das neue Programm. Da haben wir schon drüber geredet. Aber es gibt auch noch etwas, das ihr machen werdet. Und zwar Eschbacher live in Horgen. Wer moderiert? Der Eschbacher, Kurt oder der David als Eschbacher? Ja, also beide. Hauptsächlich natürlich der Eschbacher. Aber wenn es das Thema Zwilling ist, bin ich dann quasi sein Zwilling. Und wir sind ja dann noch mit ein bisschen Gleis 12 mit einzelnen Auszügen vorhanden. So Assistenten von ihm. Also irgendwie. Ich wünsche euch für 2020 alles, alles Liebe, dass ihr das Glück weiterhin so pachten könnt für eure Liebe und für eure Liebe zu der Bühne. Ja. Danke für euch. Danke viel, viel mal. Merci vielmal dir. Wettbewerb natürlich zu meinen beiden Gästen. Gewinnt heute 2 Übernachtungen im CO2-neutralen Valsana Hotel und Apartments in Arosa. Für euch und eure Begleitung steht ein Panorama-Doppelzimmer parat. Zum Preis im Gesamtwert von 1'580 Franken gehören 2 Frühstück und 2 Abendessen im hoteleigenen Restaurant Twist. Außerdem habt ihr freien Zutritt zum Valsana Spa und eine gemeinsame Personal Training Stunde im R1 Sports Club. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Wo hat Salome ihren David zum ersten Mal gesehen? Auf der Bühne oder auf der Fasnacht? Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen könnt ihr auch per SMS, schreibt das erste Wort Lifestyle, dann Lösungszahl und schickt es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Das war es aus dem Hause Bröckelmann zu Basel. Nächste Woche bin ich für Sie in Bern unterwegs. Dort treffe ich die beiden Protagonisten von «Sing meinen Song», Francine Jordi und den Richie. Sie erzählen mir natürlich alles über die spannenden Dreharbeiten zu Gran Canaria. Und dann wollte ich natürlich noch wissen, wie es um Ihr Privatleben steht. Ihnen die ein ganz schönes Wochenende und ich hoffe, Sie stellen wieder ein, wenn es heisst «Lifestyle» auf Ihrem Sender. Nächste Woche aus Bern. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden vom Shopee Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt.